Wir sind heute als IGBAU hier, um unseren Protest gegen die Rente mit 67 zum Ausdruck zu bringen. Heute gibt es hier im Deutschen Bundestag eine große Anhörung und wir wollen die Gelegenheit nutzen, 100.000 Unterschriften zu übergeben gegen die Rente mit 67. Das ist der Anlass, warum wir heute hier sind. Wir müssen einwandfrei, gerade als Betroffene, als die, die wirklich tagtäglich draußen auf den Baustellen 8 Stunden oder länger arbeiten müssen, dass das eine absolut falsche Entscheidung war. Und wir müssen alles dran setzen, um dieses Thema immer noch akut werden zu lassen und dafür zu sorgen, dass die Rente mit 67 zurückgenommen wird. Für uns heißt es letztendlich nur eine weitere Rentenkürzung um 7,2%. Die Rente erst auf 67 ist eine grundfalsche Entscheidung und die geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen völlig vorbei, denn es schaffen ja heute schon kaum Leute mit 65 in Rente zu kommen. Die meisten sind schon lange vorher raus, weil sie gesundheitlich nicht mehr können oder ihren Job verloren haben. Und deswegen ist die 67 der völlig falsche Schritt. Wir brauchen stattdessen eine bessere Absicherung von denen, die gesundheitlich nicht mehr können und auch eine bessere Absicherung derer, die arbeitslos werden. Ich weiß sehr wohl, dass viele nicht sehr zufrieden waren mit dem, was wir in Sachen Rente in den letzten Jahren gemacht haben. Aber auf dem letzten Parteitag haben wir, denke ich, eine sehr wichtige Beschlussfassung getroffen. Wir sagen, die Rente mit 67 kann so lange und so weit nicht kommen, bevor nicht mindestens 50% aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Wir haben darüber hinaus eine Alterssicherungskommission eingesetzt. Und es gibt viele Themen im Bereich Rente, die noch ungelöst sind. Das ist sicherlich das Thema Erwerbsminderung, aber das ist zum Beispiel auch das Thema Altersarmut und wir werden dort Beschlüsse vorbereiten für den nächsten Parteitag. Ich denke, wir werden da eine gute Zusammenarbeit hinbekommen.